Prinz Otto Viktor von Schönberg-Wildauen schien im eben überreichten Briefe förmlich zu versinken. Die Pfeife dampfte fort, der Kaffee blieb unberührt und ein verräterisches Hüsteln und Räuspern drang aus der immer dichter kumulierenden Tabakswolke. hervor. Heinz, klang es endlich, und zwar in einem so linden und weichen Ton, wie er bei dem alten Knaster, wie der Prinz in der halben Armee und bei seinen sämtlichen Bekannten vom Zivil genannt wurde, höchst selten war. Was ist denn Durchlacht? Fragte der Diener mit dem sanftesten Laut seiner Violonbassstimme. Das lange Zusammenleben mit seinem Herrn hatte eine Akkommodationsfähigkeit in ihm entwickelt, die sich sogar auf die Modulation seiner Redeweise erstreckte. Weißt du noch immer nicht, was heute für ein Tag ist? Reiten kann ich aus dem Fundament. Fechten, schießen und zuschlagen auch wie nur irgendeiner. Aber sagen, was für ein Tag es ist, das habe ich niemals fertiggebracht. Was nicht ist, das ist nicht, Durchlacht. Und es kommt niemals etwas dabei heraus, wenn man sich mit den Tagen herumärgert oder gar sich über sie kränkt und Grillen macht.